Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Vor etwa 3 Stunden haben wir gehört, dass Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Kommissionspräsidentin ein ungarisches Gesetz beurteilt hat als Schande. Sie hat angekündigt, dagegen vorzugehen. Und das heißt aus Kreisen der Kommission, dass ein Vertragsverletzungsverfahren möglich sein könnte. Das Gesetz behandelt eine Maßgabe der Ungarn. Sie wollen Homosexualität und Transsexualität Minderjährigen gegenüber in der Darstellung einschränken. In Ungarn ist seit 1996 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft anerkannt vom Staat. Wir begrüßen das, die Ungarn begrüßen das auch. Gleichwohl, jetzt soll gegen die Ungarn vorgegangen werden. Das trägt nach meiner Meinung und unserer Meinung zur Spaltung Europas bei. Die Souveränität ist angegriffen von Ungarn. Und die Frage lautet, unterstützen Sie diese Linie der Kommission gegen den souveränen demokratischen Staat Ungarn? Und sind Sie der Ansicht, dass das auch Auswirkungen haben sollte auf die Außenbeziehung der Europäischen Union und Deutschland zu den islamischen Golfstaaten? Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik. Und was diese Aussage mit den Beziehungen zu den Golfstaaten zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen. Das glaube ich, ja. Ja, ich auch. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, meine Nachfrage knüpft daran an. Markus Söder hat sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass das Münchner Olympiastadion gerne in Regenbogenfarben eingefärbt werden darf. Genau. Großer Applaus. Viktor Orban hat jetzt seine Teilnahme für das Spiel heute abgesagt, auch mit Blick auf das, was die Kommission gesagt hat. Jetzt blicken wir von der EM raus zur WM und die findet statt in Katar. Dort ist die Scharia Quelle der Rechtsgebung und Rechtsprechung. Dort ist Homosexualität verboten und zwar bei 5 Jahre Gefängnisstrafe. Auch Peitschenhiebe wurden schon ausgeteilt in Katar. Über Saudi-Arabien spreche ich in dem Zusammenhang gar nicht. 65% einer Umfrage vom WDR, 65% haben zugestimmt, dass wir vor dem Hintergrund der Verfolgung von Homosexuellen in Katar und der Menschenrechtsverletzung von Homosexuellen in Katar unsere Teilnahme an der WM dort absagen sollten. Halten Sie das für richtig oder welche sonstigen Maßnahmen möchten Sie ergreifen, weil Sie gerade so klar gemacht haben, dass Ihre Haltung Ungarn gegenüber unerbittlich ist? Meine Haltung Ungarn gegenüber ist sehr freundschaftlich verbunden, aber wenn es politische Differenzen gibt, werden sie benannt. Da ist übrigens Viktor Orban kein Ministerpräsident, der das für sein Land nicht etwa auch tun würde. Und zweitens ist die Frage der Abhaltung von Sportveranstaltungen in Ländern mit anderen gesellschaftlichen Gegebenheiten ein sehr weites Feld. Das können Sie über Olympische Spiele in China, das können Sie über die Weltmeisterschaft in Katar sagen. Ich will ganz eindeutig sagen, dass ich als Bundeskanzlerin nur meine Meinung jetzt zu diesem ungarischen Gesetz gesagt habe, dass die UEFA ihre Entscheidung bezüglich des Stadions und seiner Beleuchtung getroffen hat auf der Grundlage ihrer Statute. Die kann ich nicht bewerten. Ich habe aber festgestellt, dass die UEFA einen Unterschied zwischen dem Tragen der Binde von Manuel Neuer in Regenbogenfarben macht und diesem Stadionfrage. Und ansonsten habe ich meine Meinung zu der Einschätzung dieses Gesetzes deutlich gesagt.